Ich habe mich heuer entschieden, dir eine Videobotschaft zu schicken zu Weihnachten, zum Jahresabschluss und zum Jahreswechsel. Was ist das, was wir eigentlich zu Weihnachten feiern, beziehungsweise warum beschenken wir da einander? Der Großteil wird es wahrscheinlich einfach aus Tradition beziehungsweise aus Gewohnheit machen, um ohne großartig darüber nachzudenken. Und auch das ist grundsätzlich natürlich einmal okay. Ich möchte uns aber den Sinn von Weihnachten wieder stärker ins Bewusstsein rufen. Zu Weihnachten feiern wir das größte Geschenk, das die Menschheit je erhalten hat. Da ist das Licht in die Welt gekommen, um uns von der Finsternis zu erlösen. Jesus Christus verkörpert dieses Licht und allen, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. So steht's auch in der Bibel, im Johannesevangelium, in Kapitel 1, Vers 12 geschrieben. Dieser Glaube gibt uns die Macht, selbst ein kraftvolles Licht zu sein. Gibt uns die Macht, in herausfordernden Zeiten wirklich Hoffnung zu schenken und den Menschen um uns herum wirklich Zuversicht zu vermitteln. Die Welt ist sehr instabil geworden und was Menschen zurzeit am meisten suchen, ist Halt, Orientierung und das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Sie brauchen Licht und Liebe. Und wenn wir selbst in Christus diese Orientierung, diesen Halt, diese Geborgenheit, diese Sicherheit gefunden haben, dann sind wir im Höchstmaß fähig, anderen genau das zu geben. Und das ist es, denke ich, was die Menschen zurzeit am meisten suchen. Für Weihnachten und das Jahr 2022 wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du dir deines Lichtes so richtig bewusst bist, damit du anderen Orientierung geben kannst, damit du den Menschen in deinem Umfeld Geborgenheit und Sicherheit vermitteln kannst. Denn das sind die größten Geschenke, die wir zurzeit einander machen können. Ich bin überzeugt, wir gehen in eine wunderbare Zukunft und wenn wir in uns wirklich da gefestigt sind, dann werden wir auch diese Herausforderungen, die uns da zurzeit begleiten, auch in Leichtigkeit meistern. Also dir nochmals ganz persönlich ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesegnetes Jahr 2022 und viel Bewusstsein für deine innere Kraft und Stärke. Dann wirst du sehen, dann gehen wir in eine tolle, erfolgreiche Zukunft.